15. Dezember 1916 von Verdun. Oh, wie geil, wir dürfen mit dem weitermachen. Alter, das Spiel. Das wird das Spiel des Jahres 2014 bei mir. Alter, das Ding ist so geil einfach nur. Alles zerstören und so. Die Frage ist nur, wo sind die ganzen Pappenheimer? Was? Wo schießt der? Oh, sorry. Das war die Cola, die ich gerade getrunken habe. Er wollte mich hier rausholen, hä? Aus dem Kahn. Ich werde euch alle töten! Stellt euch nicht in mir den Weg! Jetzt werdet ihr euer blaues Wunder erleben. Geil, ey, du kannst alles zerstören, so. Muss ich denn überhaupt hin? Was wollt ihr denn alle, hä? Ihr seid Pappfiguren für mich. Kein Panzer kann mich stoppen. Brenne, du Mistpanzer. Ja, Mann, das ist das geilste ever hier. Es sieht doch nochmal nach einem richtig geilen Finale aus. Sorry, der läuft halt so langsam. Ach du Scheiße, was ist das denn da hinten? Ein Riesenskorpion. Holy shit. Oh mein Gott. Gegen den zu kämpfen, oh mein Gott. So, Zimmermann, hier treffen wir uns endlich. Natürlich. Weißt du, Junge, du tust mir leid. Diese Waffe ist einfach zu groß für dich. Erst werde ich dich vernichten, dann die Männer meiner Einheit und dann die gesamten Armeen der Briten und der Deutschen. Sie haben mir nicht vertraut. Ich wollte meine Einheit führen, den Krieg für sie gewinnen. Aber sie haben mich nie unterstützt. Ja. Aber als ich die Höhle und diese Geräte entdeckt hatte, wusste ich es. Schließlich hatte ich den Durchbruch, den ich mein ganzes Leben erhofft hatte. Ich konnte jemand sein. Geschichte schreiben, den Krieg ändern, das Blatt wenden. Auf Wasser wandeln? Dies ist deine letzte Stunde. Du wirst mir Respekt erweisen. Ich werde dich... Boss! Lass jetzt sterben, du Penner! Ah, ja, verstehe. Ach, ich verstehe.
Jetzt mach mal Platz hier für den Papi. Verreck doch endlich, du Schwein! Ich muss... Feuer vertilgt! Gut! Du hast keine Ahnung, was du da tust! Ich muss die Scheiße machen hier. Du Penner! Ach, jetzt weiß ich, was ich tun muss. Ja, ich kann da nichts machen. Ich muss in den Ding hocken. Ich weiß auch jetzt, wie ich ihn besiegen werde. Das kommen immer diese Arme raus, die den Strom liefern. Und die muss ich zerstören. Und dann hab ich dich, du Penner. Dann hab ich dich. Und dann ist das Spiel, glaube ich, auch schon vorbei. Das ging gar nicht so lange, wie ich finde. Ein tolles Spiel ist das. Ich finde, das hat irgendwas. Das ist echt gut. Das ist cool, das Spiel. Besonders muss man ein bisschen denken, was man macht. Also, die Raketen, die schießen zwar hoch, aber die fallen direkt wieder runter. Also musst du den ein bisschen höher halten. Und wenn ich das immer so höher halte, muss ich näher ran, damit ich den immer treffen kann. Deswegen weiß ich direkt schon mal, was ich machen muss. Auf meinen ganzen Scheiß hier kaputt machen. Komm. Ich muss... Feuer vertilgt! Ja, Mann! Gut! Du hast keine Ahnung, was du da tust! Ich werde jetzt darüber laufen. Es dauert sehr lange, bis du diesen Endboss mal gegeben hast. Jetzt wirst du lästig. Ja, Mann. Ich bin zu stark für dich. Zu groß, zu mächtig. Ja. Vielleicht. Aber du wirst jede Sekunde kleiner. Wir werden mal sehen, wer jetzt hier, ne? Groß und mächtig ist, ne? Das Problem ist einfach, das sind 3 Stück und ich laufe extrem langsam. Oder ich habe noch nicht rausgefunden, dass man fliegen kann oder so ein Zeug. Ich glaube, man kann irgendwie fliegen oder so. Oder springen oder irgendwas, weil so langsam, wenn wir laufen, das glaube ich nicht, dass das irgendwie geht. Auf jeden Fall haben wir schon mal 2 von 3 ausgeschalten. Das Problem ist einmal dieses Stonehenge da, ne? Die ist immer im Weg. Und deswegen muss ich ein bisschen hinter den Stonehenge laufen und den dann immer angreifen. Und immer schön hinlaufen, direkt schon zum nächsten. Und irgendwie gibt's da einen Trick, dass ich da schneller bin oder so. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich auch schneller rennen und so. Das muss man mal gucken. Ach, dann ist es ja kein Problem. Wenn das so geht, dann bin ich ja beruhigt. Ich dachte, so
Jetzt ist endgültig vorbei oder so. Wenn man rennen kann, ist dann ist die Sache auch ganz anders für mich. Na, dann ist die Sache doch ein bisschen anders. Ich muss Feuer vertilgt. Gut. Du hast keine Ahnung, was du da tust. Dann rennen wir jetzt mal. Pass auf. Ach, wir können nicht immer rennen. Das ist klar. Aber dann renne ich mal da hinten hin. Ich dachte mir schon, wenn man hier nicht rennen kann, ey, was ist das dann für unfaire Scheiße und so. Aber wenn man den Trick raus hat, dann geht's eigentlich. Jetzt wirst du lästig. Ja, ich werde lästig. Und du wirst sterben. Ich bin zu stark für dich. Zu groß, zu mächtig. Vielleicht. Aber du wirst jede Sekunde kleiner. Ja, und deswegen... Wie gesagt, der Typ ist mir jetzt erstmal Schnuppe. Wir müssen jetzt erstmal so schnell wie möglich hier ran an dem Dingens kommen. Den Typen darf man halt auch nicht vergessen. Den Zimmermann. Zimmerman. Oh, er kriegt immer mehr Schaden, der Typ. Ich warne dich. Du wirst es nicht mögen, wenn ich ärgerlich werde. Ja, was wird denn passieren? Gibt's da noch ein viertes Ding, oder was? Gibt's da noch einen vierten, ne? Ja? Stirb jetzt, du Penner! Ja! Nein! Ja, Mann! Das kann nicht wahr sein! Mein Plan war perfekt! Ich bin perfekt! Ich kann nicht von so einem armseligen Menschlein besiegt werden! Doch, kannst du! Zerstöre den Skorpionpanzer! Ich glaube, er ist geflüchtet, der Penner! Wo ist er denn hin, mein Zimmermann? Was ist das hier unten? Da ist der Zimmermann. Das ist noch nicht vorbei, glaube ich. Töte Jonas Zimmermann. Wo ist der? Ach, den treffe ich so nicht. Warte. Da gibt's auch einen Trick irgendwie hier. Da gibt's auch einen Trick. Da wette ich mit dir drauf. Da gibt's einen Trick. Da gibt's einen Trick. Warte, warte. So vielleicht. Vertraue. Niemals einem Mann mit starken Überzeugungen. Scheiße. Der wirft mit Feuer um sich, weißt du? Der wirft mit Feuer um sich. Hier ist es das Einzige, nur draufhalten und ewig draufhalten. Bis er umfällt. Und ich muss direkt die Waffe nehmen, die ich gerade hatte, weil... Einfach immer draufhalten, bis er umkippt, der Penner. Und dieser Skorpion, das war echt geil. Und ich dachte, ne, dass es das war, aber ist ja klar, wenn der Panzer tot ist, ich dachte, der Typ stirbt dann im Panzer, aber wenn er solche Kräfte hat und er verwundbar ist, dann hätte er ja eigentlich sterben müssen durch diesen Shit und so.
Okay. Da haben wir noch. Ach so. Jetzt kapiere ich das. Der macht so einen Feuerring. Er macht einen Feuerring außenrum. Jetzt verstehe ich die ganze Sache, was der da von mir will. Und dann muss ich weg von außen. Dann muss ich immer auf den draufhalten. Und wenn der Feuerring ausgeht, dann kann er nicht mehr Feuer machen. Das wird immer komplizierter, der Gegner. Also heißt das, Munition einsammeln, versuchen zu überleben und den abzuschießen, egal wie schwer es wird, einfach draufhalten. Und ich hoffe, ich werde ihn jetzt beim dritten Mal töten können. Aber langsam geht er mir auf den Sack, der Typ. Also, mehr Waffen gibt's, glaube ich, auch gar nicht. Dann hole ich mir mal das und gehe mal direkt hier rein. Wo ist denn der Typ? Da ist ein Healpack. Da ist auch noch ein Healpack. Hopp raus. Vertraue niemals einem Mann mit starken Überzeugungen.